Cortez? Arcadia, die andere Welt ist echt. Ich war dort. Entweder drehe ich durch, oder du hast mit allem recht. Hoffentlich letzteres, mir Megavi. Deine Reise war also ein Erfolg? Erfolg? Meine Welt steht Kopf. Es ergibt alles keinen Sinn. Ich glaube doch nicht an Magie. Die Sonne geht auch auf, wenn du nicht an sie glaubst, Senorita. Du hast die Wahrheit gesehen. Jetzt liegt es an dir. Habe ich denn eine Wahl? Ich muss wenigstens etwas davon glauben, sonst hätte mein Leben wenig Sinn. Du bist ein wahrer Skeptiker. Está bien. Deinesgleichen bildet ein Gegengewicht zu hoffnungslosen Romantikern wie mir. Was geschieht als nächstes? Hat dir der Minstrom vom Gleichgewicht erzählt? Von Stark und Arcadia? Ein Mann namens Tobias. Er nannte sich Westrum. Westrum Tobias. Tobias ist also Westrum geworden. Kibern. Gut. Ich wusste, dass er es weit bringen würde. Er war klug und findig. Du weißt also, wie es um das Gleichgewicht steht? Tobias sagte, dass der Hüter verschwunden ist und das Gleichgewicht aus den Fugen gerät. Er meinte, dadurch entsteht in beiden Welten Chaos. Ja. Deine Träume und Albträume sind Teil davon. Du fühlst das Chaos stärker als andere, aber sie merken auch schon, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Wie gestern Abend. Was war gestern Abend? Andere haben dasselbe gesehen wie du. Keine Albträume mehr, es war echt. Eine Andeutung dessen, was das Chaos anrichten kann. Die Grenze wird durchlässig. Es ist zu früh für die Vereinigung der Welten. Ein Riss kann die Katastrophe bedeuten. Wer bist du wirklich, Cortez? Verzeihung? Die Leute in Arcadia kennen dich. Tobias kannte dich unter einem anderen Namen. Und Brian Westhouse kennt dich als Chavez. Aber vor Hunderten von Jahren. Ah, meine Geheimnisse werden gelüftet. Das würde ich nicht sagen. Du bist mir immer noch ein Rätsel. Gut. Weißt du, Rätsel sind wichtig. Die volle Wahrheit ist langweilig. Es liegt kein Zauber darin. Magie heißt nicht Wissen und Fragen, sondern Rätseln und Überlegen. Mir würde die Wahrheit schon genügen. Ehrlich, Cortez. Ich meine es nicht böse, aber du machst mir Angst. Wer bist du? Du bist nicht die Einzige, mir Mega. Es tut mir leid, aber das Rätsel muss eines bleiben. Es gibt Dinge, die selbst du nicht wissen darfst. Na, vielen Dank. Das war aufschlussreich. Perdoname. Vielleicht später, wenn die Zukunft klarer wird. Sieh, das kann ich dir versprechen, April. Aber jetzt gibt es Wichtigeres. Du hast mir bei der Rückreise geholfen, nicht wahr? Beim Durchgang? Sieh. Du hast die Kraft, aber noch brauchst du mich, um sie zu bündeln, um deine Träume herbeizurufen. Träume? Ja. Um zwischen den Welten zu reisen, musst du durch das Reich der Träume. Du wirst vielleicht nicht in jeder Lage ein Portal öffnen können. Was meinst du damit? Die Kraft, die Magie ruht in dir. Im Schlaf öffnest du manchmal ein Portal, ohne es zu merken. Wenn du wach bist, wird es schwieriger, aber das ist nur eine Frage der Übung. Ich möchte es nicht tun. Du musst aber. Die Welt hängt davon ab. Was soll ich tun? Wir müssen zusammenarbeiten, April. Keiner von uns kann es allein. Aber was genau müssen wir tun? Vier Dinge. Wir müssen den Hüter, das Tor zu seinem Reich und die Steinplatte, die seinen Turm aufschließt, finden. Und wir müssen die Neuerer aufhalten und besiegen. Wie finden wir den Hüter? Als er seinen Platz und sein Reich aufgab, kehrte er in unsere Welt zurück, denn er wurde hier in Stark geboren. Aber er könnte überall sein, stimmt's? April, diese Stadt ist voller Macht, dem Gegenteil der Magie. Sie zieht Menschen an wie das Licht die Motten. Alles trifft hier zusammen. Du, ich, die Neuerer und der Hüter.
Er ist mit Sicherheit hier. Wo genau, weiß ich nicht. Vielleicht wissen es die Neuerer oder sie haben ihn sogar. Wie holen wir ihn raus, wenn sie ihn haben? Und wozu brauchen sie und wir ihn? Er ist der letzte Hüter. Keiner sonst kann seinem Nachfolger das Tor zum Reich des Hüters öffnen. So viel wissen die Neuerer, aber sie wissen noch nicht, wie man dorthin gelangt. Wer könnte etwas über das Tor zum Reich des Hüters wissen? Die Antwort wird nicht in Stark zu finden sein. Studiere Arcadia-Schriften, sprich dort mit den Minstrum und anderen. Aber zuerst müssen wir unseren Auftrag hier erfüllen. Wo ist der Schlüssel zum Reich des Hüters? In Arcadia. Der Schlüssel besteht aus der Scheibe selbst und aus den vier Edelsteinen, den Drachenaugen. Sie verleihen der Scheibe die Eigenschaften des Gleichgewichts. Wo liegt die Scheibe denn? Sie wurde vor 10.000 Jahren den Wächtern anvertraut. Anfangs konnte sie jeder bewundern, aber seit Diebe versucht haben, sie zu stehlen, liegt sie versteckt. Sie werden wissen, wo sie ist. Frag Tobias. Westrum Tobias. Wo finde ich die vier Edelsteine? Ah, die Drachenaugen. Sie werden von den vier Drachen aufbewahrt. Zwei sind in Arcadia, zwei in Stark. Der weiße Drachen und der alte haben je eines. Du musst sie selbst finden. Mit den anderen helfe ich dir. Wie können wir die Neuerer besiegen? Die Neuerer werden hier immer stärker. Sie krallen sich sogar in Arcadia fest und haben die Tyran eingespannt. Furchtbare Aussichten. Woher weißt du so viel über das Geschehen in Arcadia? Ich höre Stimmen, Senorita. Stimmen, denen ich vertraue. Wenn die Neuerer hier so stark sind, warum hört man nichts von ihnen? Sie nennen sich hier anders. Kennst du die Voltec-Kirche? Klar, die ist... Oh, das sind die Neuerer? Sie. Dann sind sie sehr groß. Aber warum der Tarnname? In Arcadia streben sie die Zerstörung des Gleichgewichts offen an, vorgeblich um der Menschheit zum früheren Glanz zu verhelfen. Hier geht das nicht. Also streuen sie ihr Gedankengut langsam als New Age-Religion. Sie haben die Gesellschaft durchdrungen und eine ungeheure Finanzmacht aufgebaut. Haben sie denn so viel Geld? Den Neueren gehören Weltkonzerne. Sie besitzen Armeen und ganze Planeten, April. Und wenn sie erst das Gleichgewicht beherrschen, gehört ihnen alles. Beide Welten. Also haben wir gegen so einen Feind praktisch keine Chance? Wenn wir das Chaos eindämmen und die naturgegebene Rolle des Hüters im Gleichgewicht bewahren, haben sie verloren. Wie sollen wir das Chaos bekämpfen? Du bist der Schlüssel, April. Du kannst zwischen den Welten reisen und bist ein Kind des Gleichgewichts. Außerdem... Aber das kann warten. Dein Dasein wirkt dem Chaos entgegen. Ohne dich wäre es gestern Abend viel schlimmer gekommen. Der winzige Riss wäre wohl bestehen geblieben. Ich habe doch gar nichts getan. Dann stell dir vor, welche Macht du besitzt, wenn du bewusst etwas tust. Glaub mir, Amiga, du bekämpfst das Chaos instinktiv. Du erkennst es und wirst wissen, was zu tun ist. Du wirst in Arcadia am meisten gebraucht. Dort wird das Chaos als erstes mit voller Wucht zuschlagen. Wenn es nicht rechtzeitig eingedämmt wird, hat Stark keine Chance. Du musst nach Arcadia reisen, wenn wir hier fertig sind. So einfach geht das? Die Neuerer aufmischen, den Hüter und den Eingang zu seinem Reich finden, eine 10.000 Jahre alte Scheibe und vier Edelsteine, Drachenaugen suchen... Und leg dich doch gleich noch mit den Manifestationen des Chaos an. Ist ja schließlich dein Schicksal. Das ist unmöglich, Cortez. Ich bin 18, ein Niemand. So viel Verantwortung kannst du mir einfach nicht aufbürden. Ich werde dir helfen, April. Andere auch. Du bist nicht allein. Ich fühle mich aber allein. Ich kann noch nicht mal mit jemandem darüber reden. Wie geht's dir so? Ach, ich bin auserwählt, die Welt vor dem Bösen zu retten. Es gibt keine Auserwählten, April.
Nur solche, die etwas tun oder bleiben lassen. Du hast die Wahl zwischen beiden. Du sagtest, dass ich Kräfte habe, anders bin als andere. Stimmt. Aber du hast dennoch die Wahl. Prophezeiungen zeigen nur einzelne Wege auf. Leider sind in diesem Fall fast alle anderen abgeschnitten. Aufgrund von Umständen jenseits unserer Macht. Die Welt liegt tatsächlich in deinen Händen. Aber du musst selbst entscheiden, wer du bist und was du sein willst. Was passiert, wenn ich Nein sage? Ich bin kein Venar oder Wahrsager. Dann wird etwas anderes geschehen, aber ich weiß nicht was. Aber es kann nichts Gutes sein, wenn du uns nicht hilfst. Aber ich bin nicht euer Retter. Ich habe keine Zauberkraft. Ich bin nur ein Mädchen. Eben ich. Es ist deine Entscheidung, April. Wie immer. Eine echte Wahl bleibt mir da kaum. Wohl nicht. Aber du musst selbst zu deinem Entschluss kommen. Dann muss es wohl heißen, ja, retten wir die Welt. Wo fangen wir an? Hier in Newport. Wir müssen das Hauptquartier der Neuerer finden, ihre Schwächen erkunden und feststellen, ob sie den Hüter haben. Danach musst du nach Arcadia reisen. Ich kann dort nicht hin und habe hier noch einiges zu erledigen. Gut, aber wo erfahre ich etwas über die Neuerer? In der Bücherei? Im Netz? Die Informationen sind dünn gesät. Erinnerst du dich an das Bild, das ich dir gestern gezeigt habe? Klar. Der Künstler. Der Junge, Warren. Ich habe dir von ihm erzählt, ja? Warren hat Verbindungen im Untergrund. Er kann uns weiterhelfen. Na gut. Wo finde ich ihn? Mein Freund, Pater Raoul von der Kathedrale an der Hope Street, hat ihn kürzlich gesprochen. Frag ihn. Moment. Sagtest du Hope Street? Ja. Hope Street in Newports gefährlichstem Viertel? Ach, mit städtischen Einzelheiten bin ich nicht so vertraut. Als die Hope Street angelegt wurde, war das Viertel bürgerlich. Das muss aber lange her gewesen sein. Dir wird aber bestimmt nichts passieren. Kein Herr mit Selbstachtung würde einem Mädchen etwas antun. Um den Herrn mit Selbstachtung sorge ich mich auch nicht. Naja. Pater Raoul also. In der Kathedrale an der Hope Street? Ja. Er wird dir helfen, Warren Hughes zu finden. Wenn du morgen fertig bist, treffen wir uns spät nachmittags in der Kathedrale. Ich muss auch mit Raoul sprechen. Gut. Also abgemacht? Viel Spaß, April. Genieß den Abend. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Für die Fahrt stadteinwärts ist es ein bisschen spät. Ich bleib lieber in Venice. Das ist Charlie. Machst du heute Überstunden, Charlie? Ja, leider. Bleibst du bis zum Konzert heute Abend? Welches Konzert? Du weißt nicht, wer heute auftritt? Ich hatte dieser Tage anderes im Kopf. Charlie, tut mir leid. Also, wer? Wer? Du machst Witze. Ryan Dale spielt. Die erste Station ihrer Tournee. Rückkehr zu den Anfängen, bevor sie die großen Säle füllen. Heute Abend? Toll, das passt prima. Ich muss mich unbedingt ablenken. Ja? Was war denn los? Mir ist eben was völlig Abgefahrenes passiert. Abgefahrener als das, was gestern Abend hier geschehen ist? Oh ja, das, was hier war, könnte erklärbar sein. Ein Hologramm, extra Cool Gas, Massenhypnose, sowas halt.
Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Weiter als die Alternativen? Dass wir alle verrückt werden? Oder dass etwas aus einer anderen Welt hier eindringt? Ich weiß nicht, April. Manchmal lauern Dinge im Schatten, die man nicht wissenschaftlich erklären kann. Ich glaube, dass es mehr Rätsel und Wunder gibt, als wir ahnen. Vielleicht schon. Du wolltest mir von deinem abgefahrenen Erlebnis berichten. Ach, du würdest es mir doch nicht glauben, Charlie. Versuch's einfach. Nein, es geht nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich selber glaube. Ist gut. Sag mir, wenn du darüber reden möchtest, okay? Vielleicht. Ist Emma hier? Hab sie nicht gesehen. Aber sie kommt bestimmt zum Konzert. Wann beginnt das Konzert? In einer knappen Stunde. Es wird bestimmt brechend voll. Du solltest dir rechtzeitig einen Sitzplatz suchen. Danke, Charlie. Kein Problem. Bis dann. Wo warst du denn den ganzen Tag? Du warst nicht im College, nicht im Studio und Fiona erzählt mir, dass du schon wieder Cortez suchst. Und dann murmelt Zack was von der Verabredung mit dir. April, was ist los? Oh Mist, Zack, den habe ich total vergessen. Er wird mich umbringen, wenn ich nicht auftauche. Das heißt, du bist wirklich mit diesem Armleuchter verabredet? Und ich habe ihn noch angefaucht. Ich musste was von ihm wissen. Und dich dafür verkaufen? April, du spinnst. Dann musst du ihn eben versetzen. Ich hab's ihm versprochen. Dem schmierigen Typ? Daran brauchst du dich nicht zu halten. Versprochen ist versprochen. Ich muss hingehen. Löblich, aber fehlgeleitet. Du weißt, dass er nur hinter Sex her ist? Das kann er vergessen. Ich gehe hin, aber nur kurz. Ich sag ihm, dass mir nicht gut ist. Das wird Zack als Einladung ins Bett auffassen. Na, viel Glück, du wirst es brauchen. Oh nein, Kopfschmerzen. Ich habe doch gar nicht viel getrunken. Aber ich bin durch ein Portal in eine Parallelwelt gereist. Daher wohl der Drang, mich zu verkriechen und einzuschlafen. Ich sollte wohl diesen Typen aufsuchen, von dem Cortez mir erzählt hat. Warren, in der Hope Street. Und als wäre das nicht genug, darf ich Zack heute nicht in die Arme laufen. Gestern Abend war grässlich. Nicht nur das Fummeln und dass ich ihm in den Unterleib treten musste. Zack kapiert's einfach nicht, wenn man Nein sagt. Hey, Zicke, was hat dich denn gestern Abend geritten? Pardon, wie hast du mich eben genannt? Ich führe dich groß aus und zum Dank gibst du mir eine verdammte Ohrfeige? Hast du dich mal gefragt, warum ich dich geohrfeigt hab? Du, das ist mir eh wurscht. Dir wird's noch leid, um mich verkohlt zu haben, Zicke. Was willst du denn tun? Das wirst du noch merken, April Ryan. Mann, wird dir das leid tun, mich zu verkohlen.
sie ist weg. Er kann bestimmt gut mit dem Stahlrohr umgehen. Der Boss. Seine Uniform weist ihn als Angehörigen der Westside Kings aus. In der ganzen Stadt hängen ihre Anwerbeplakate. Ich glaube, er ist in Schwierigkeiten. Ein Priester. Guten Morgen. Ich bin Pater Raul. Du kommst nicht aus dieser Gegend, oder? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Nein, ich komme nicht oft hierher. Warum solltest du auch? Dies ist kein angenehmes Viertel. Die Kathedrale ist alles, was der Hope Street an Hoffnung bleibt. Das tut mir leid, Pater. Mir auch. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Kann ich dir helfen? Kennen Sie einen Jungen namens Warren Hughes? Den kenne ich tatsächlich. Die Hughes haben hier gewohnt, bevor sie in die Kolonien reisten. Armer Warren. Er wurde von seiner Familie als Waise zurückgelassen. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Wo lebt Warren? Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt hier wohnt, aber er ist Mitglied einer Straßenbande. Den Rasierklingen, glaube ich. Sie lungern meist vor dem Haus Nummer 87 herum. Sei vorsichtig. Auch wenn sie nicht die schlimmste Bande sind, freundlich sind sie nicht. Und sie mögen keine Fremden. Ich kann schon auf mich aufpassen. Das bezweifle ich nicht. Sei aber trotzdem vorsichtig. Gehen die Leute immer noch in die Kirche? Ja, einige schon. Unser Glaube ist unverwüstlich. Glaube an sich schon. Aber es gibt so viele neue Religionen. Und neigen die Leute nicht dazu, die alten aufzugeben? Sie kommen zurück. Die Neuerer und die Manus dieser Welt verheißen nur flüchtiges, materielles Glück. Sie bieten keine geistige Erleuchtung. Sie machen sich wegen des Wettbewerbs also keine Sorgen? Wir haben über 2000 Jahre Erfahrung und Tradition, auf die wir bauen können. Nein, ich denke nicht, dass wir umkippen und aufgeben. Ich danke Ihnen, Pater. Schau doch einfach wieder rein, wenn du in der Gegend bist. Sehr schön. Und wenn man die Lage bedenkt, eigentlich ein Wunder, dass noch alles heil. Diese Buntglasfenster versetzen einen sofort in andächtige Stimmung. Ich frage mich, wie sie die Kerzen anzünden. Benutzen sie Leitern oder Jetpacks? Die Idee hat was. Priester mit Raketenrucksack. Das gäbe der Abendmesse eine völlig neue Dimension. Außer Betrieb. Ein Junge. Er sieht nicht älter als 15 aus. Nein, er ist süß, aber etwas zu jung für mich. Kann ich dich kurz sprechen? Weißt du, wo ich Warren Hughes finden kann? Wer will das wissen? Ich. Warren Hughes? Nie von ihm gehört. Wie heißt du? Wie heißt du? April Ryan. Schön für dich. Naja, du kannst mir wohl nicht helfen. Nee, das kann keiner. Was soll das heißen? Ein nettes Mädchen wie du in der falschen Gegend stellt all die falschen Fragen. Du könntest dir richtig Ärger einhandeln, weißt du das? Ich kann auf mich aufpassen. Klar kannst du das. Die Sache ist nur die, dass unten schon 4 Typen drauf warten, dass du wieder rauskommst. Und die können auch sehr gut auf sich aufpassen.
Du solltest mir nicht drohen. Ich drohe dir nicht, Mädchen. Ich sage dir nur, wie es ist. Du sitzt richtig in der Tinte und das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich hab kein Geld. Du glaubst, ich will dein Geld? Du kannst dein verdammtes Geld behalten. Ich bin doch kein Dieb. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken. Natürlich nicht. Das wollen Leute wie du nie. Was willst du von mir? Das sollte ich dich fragen, aber es interessiert mich nicht. Du hättest mich eben nicht verfolgen sollen. Dich verfolgen? Ich hab... Du bist also Warren. Sag bloß, das wusstest du nicht. Nein. Cortez hat mir nur deinen Namen genannt und wo ich dich finden kann, aber... Sekunde, Cortez? Der alte Spanier, leicht verrückt? Die Beschreibung passt in etwa, ja. Mist. Du bist doch nicht von der Polizei, vom Jugendamt, von der Firma? Nein, nein. Ich bin eine Freundin von Cortez. Er sagte, ich soll dich suchen. Ich habe Cortez eine Weile nicht gesehen, nicht seit... Also was willst denn, Señor Cortez, von mir? Wir brauchen deine Hilfe. Was für Hilfe? Pass auf, ich halte mich versteckt, seit die Firmentypen und die Bullen hinter uns her sind. Ich werde für niemanden meinen Kopf riskieren, nicht mal für Cortez. Schon in Ordnung. Ich brauche nur ein paar Informationen über eine Gruppe, die sich die Neuerer nennt. Und über ihren Anführer, Jacob McAllen. Tut mir leid, nie von den Typen gehört. Das ist auch kaum möglich. Die bleiben unter sich und arbeiten mit einer Tarnorganisation. Aber ich weiß nicht welcher und... Du willst es herausfinden. Na gut, ich habe einen Freund, der dir vielleicht helfen kann. Super. Warte. Bevor ich ihn um einen Gefallen bitte, musst du mir auch einen Gefallen tun. Wahrscheinlich hilfst du dir damit noch selbst. In Ordnung. Was muss ich tun? Ganz einfach. Brich in das Polizeiarchiv von Newport ein, besorg dort Infos über meine Familie, vernichte meine Strafakte und komm wieder raus. Vorzugsweise lebend. Ich soll mein Leben für einen Gefallen riskieren? Wenn du es nicht tust, helfe ich dir nicht. Im Archiv findest du vielleicht auch Infos über die Neuerer, so heißen sie doch. Die Infos könnten wertvoll für meinen Freund sein, wenn er dir helfen soll. Ich tu's. Kluge Entscheidung. Okay, das war so. Mein Vater war von Extra Cool abhängig und ließ sich von der Werbung verführen. Er verkaufte seine ganze Familie an das verheißungsvolle Kolonisationsprogramm, um genug Geld für ein Leben mit Extra Cool zu haben. Er vergaß zwar, seine holde Frau und seine Kinder zu fragen, aber die Firma störte das nicht. Eines Tages kamen sie, um meine Mutter, meine Schwester und mich abzuholen. Ich bin abgehauen, durch das Fenster. Hab die nächsten beiden Wochen in einem Müllcontainer verbracht. Und deine Familie? Das ist es ja, ich weiß es nicht. Natürlich ab in die Kolonien, aber ich weiß nicht in welche. Manchmal trennen sie Familien, aber das erwähnen sie in der Werbung natürlich nicht. Mein Vater ist mir Schnuppe und meine Mutter ist stark und kann auf sich aufpassen. Aber ich will meine Schwester zurück. Ich will nicht, dass sie in einer Mine oder Fabrik endet. Ich soll also herausbekommen, wohin sie deine Schwester gebracht haben. Genau, du begreifst schnell. Finde es heraus und lösche auch meine Strafakte, damit ich endlich die Firmentypen vom Hals habe. Dann bekommst du alle Hilfe, die du brauchst. Wo liegt das Polizeirevier? Fahr mit der U-Bahn bis Metro West. Du kommst dort an der sogenannten Cop Street raus. Die Straße runter siehst du das Polizeipräsidium. Du kannst es nicht verfehlen. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Sei cool, okay?